Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Far Cry 6. Nein, bei Sunhaven. So, wir müssen gießen. Wir müssen dann noch mehr Rezepte, also mehr Essen und sowas. Ach, gießen müssen wir gar nicht. Gießen müssen wir nicht. Das hat sich schon erledigt gerade. Das hat sich gerade einfach in Luft aufgelöst, dass wir gießen müssten. Wir müssen angeln. Wir müssen verdammt viel angeln. Und ich überlege gerade, ob wir das nicht jetzt einfach machen. Ob wir jetzt nicht einfach mal an den Strand gehen und einfach angeln. Ich weiß nicht, ob ich den Schlüssel behalten muss. Ich glaube fast nicht. Aber ich lasse ihn mal ganz kurz im Inventar, nur um sicher zu gehen. So, wir müssen halt echt ein bisschen was aus unserem Inventar rausmachen. Das Lustige ist, ich hatte hier mal eine richtige Ordnung, ne? Jetzt fängt es hier gerade an, dass ich keine Ordnung mehr habe. Wobei, die möchte ich gerne im Inventar behalten. Apfelkuchen, das müssen wir nicht dahin bringen. Das habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ah ne, die waren, glaube ich, nicht dabei, ne? Die brauchten wir auch nicht. So, ich packe jetzt hier erstmal alles Mögliche rein. In der Hoffnung, dass das irgendwie, dass ich das irgendwo wiederfinde. Wir haben auch die Angel, aber wir müssen erstmal ganz kurz die beiden Sachen essen. Nom, 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 nom. Jetzt nehmen wir die Angel in die Hand. Wir können auch hier angeln. Ich glaube, es gibt verschiedene Fische an verschiedenen Orten. Oh, das ist ein neues Minispiel, habe ich gerade gesehen. Das wollte ich eigentlich nicht. Moment. Ist das bei dem Strich der optimale? Ich weiß es nicht. Das macht ja gar keinen Sinn, weil ich ja eigentlich hier, ich will ja dahin. Da, wo der Fisch ist. Ach, ich muss warten, bis es richtig ins Wasser runter dippt. Runter dippt! Dum, 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 dum. Perfekt. Jetzt? Die korte Blechdose, ja toll. Schön, dass es noch auf Englisch ist, aber noch schlimmer, dass ich perfekten Erfolg hatte und dann ist es eine Blechdose. Das Spiel will mich doch trollen, ey, ganz ehrlich. Trollololololol, trollolol. Ja, das Spiel, das trollt uns ganz gern. Das hat damit gar kein Problem. Wir schmeißen unsere Angelrute so weit, wie es nur geht. Da-dam, di-dam, dam. Ich sehe jetzt keinen Fisch, aber vielleicht spawnt da gleich einfach einer. Dann ist es okay, dann können wir angeln gehen. Aber es sieht aus, als wäre das nicht so. Das ist nicht so gut. Nein, das macht keinen Spaß. Wie sollen wir denn nur Fische angeln? Wenn der Fisch nicht kommt, man ist das blöd. Da-di-da-di-da-di-da-di-da-da-da-da. Oh, okay. Hier kommt kein Fisch. Wir müssen also wirklich schauen, dass da Fische sind. Ja, so sieht es nun mal aus. Vielleicht sind ja hier irgendwo Flussfische oder so. Ich sehe jetzt hier gerade gar nichts. Ja, wo sind denn nur die Fische hin? Vielleicht in der Mine. Da sind ja auch Wasserbecken, in denen schöne Fische auf uns warten könnten. Oder vielleicht auch im Wald. Aber das wäre echt übel im Wald, oder? Weil da sind ja Monster und Gegner, die respawnen ja die ganze Zeit. Also wirklich, die respawnen ja einfach wirklich die ganze Zeit. Du kannst sie einmal töten, aber dann kommen die halt wieder an. Das bringt sie dann nicht so wirklich. Nein, das bringt es nicht. Das bringt uns kein Licht. Wie soll es nur sein? Ich bin doch mehr als ein Wicht. So. Bei dem Brunnen hier oben, sind da Fische? Da ist ja auch Wasser gewesen, ne? Der Brunnen war hier oben, ne? Aber wenn man hier weitergeht, hier sind es zum Beispiel schon keine Fische. Ich weiß halt nicht, ob man vielleicht mit einem kritischen Erfolg einen Fisch spawnt. Dass man wirklich bei dem Strich quasi das machen muss. Dann spawnt auch ein Fisch oder so. Ich weiß es nicht. Oh nein. Also hier sind schon mal keine Fische. Kein einziger Fisch. Nichts. Gar nichts. Ah, wir haben auch nochmal Mana bekommen können. Ich kann übrigens auch nicht angeln. Okay. Es wäre schon cool, wenn man hier angeln könnte, oder? Wenn es da jetzt richtig besondere Fische gäbe und so bei diesem Brunnen. Ah. Zum Beispiel Moonglow-Fische, was uns zu dem Spiel bringt, was wir danach Sunhaven aufnehmen. Nämlich Moonglow Bay. Übrigens, jeder, der Sunhaven mag und so Cozy Games mag und so entspannendes Spiel mag und sowas, kann ich vielleicht nur Moonglow Bay ans Herz legen. Ist ein sehr entspannter Spiel. Sehr chillig, aber ich rede auch nicht ganz so viel wie hier. Vielleicht
wenn ihr meint, ich rede zu viel, dann ist vielleicht Moonglow Bay das Richtige für euch. Weil das Spiel ist halt deutlich chilliger als das hier. Hier muss man noch viel tun. Im Moonglow Bay wirfst du einfach deine Angel aus und vergisst einfach Tag und Nacht. Du angelst einfach den ganzen Tag. Wobei ich sagen muss, ich finde, die Tage gehen ein bisschen schnell vorbei. Man muss relativ oft wieder zurück ins Bett und so. Und das ist ein bisschen nervig an Moonglow Bay. Aber sonst ist es ein schönes Spiel. Ja, ich bleib der Tradition treu, bei Sunhaven immer über andere Spiele zu reden. So muss das sein. Ich muss ja meiner Linie treu bleiben. Okay, es gibt nur leider eine einzige neue Popofrucht. Das wird ein bisschen dauern, bis wir dann genug Popofrüchte haben. Tja, was soll man machen? Ist halt so. Kann man jetzt auch nicht ändern. Ist halt so. Sei doch froh. So. Dann geht's jetzt erstmal wieder zurück. Ups. Aber hier ist auch nichts mit Fischen. Ich habe jetzt die ganze Zeit geguckt, aber ich habe nichts mit Fischen gesehen. Vielleicht liegt's am Regen. Vielleicht wären hier überall Fische, wenn es nicht regnen würde. Das macht ja auch keinen Sinn. Als würden Fische nicht schwimmen, wenn Regen ist. Fische bleiben dann zu Hause im Regen, ne? Weil sonst werden sie nass. Naja, wir gucken mal ins Café, damit wir heute vielleicht noch Ready or Not hören. Badadam bam bam bam. Badadam bam 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 badadam bam. Schauen wir mal. Ja, es gibt was Besseres, das heißt ein Café und das heißt das Essen, was ich suche. Das ist noch besser. Ich glaube, hier scharfe Rahmen brauchen wir. Wir brauchen... Sonst hat die, glaube ich, nichts, was wir brauchen. Oder warten wir die Suppe vielleicht? Nee, das ist eine... Doch, Sesamreisbällchen brauchen wir noch. Wunderbar. Aber diese Suppe hat sie nicht, die ich brauche. Nee. Na gut, aber wir haben schon mal zwei Sachen, die wir brauchen für den Altar. Und dann gucken wir mal ganz kurz hier bei dem anderen Typen bei der Bäckerei, ob der noch irgendwas hat. Aber ich glaube, der wird nichts haben, was wir brauchen. Der wird eher so Bäckereiwaren haben. Ich glaube, diesen Energy, das Energy-Getränk, das kann sein, dass man das... Hallo, du musst derjenige sein, der die alte Farm gekauft hat. Ich bin Liam. Schön, dich kennenzulernen. Freut mich, dich kennenzulernen, Liam. Ich bin Potato. Gleichfalls. Wegen des Vergnügens, nicht wegen des Namens. Mein Name ist Liam, aber das habe ich dir ja schon gesagt. Sorry. Man sieht sich. Eines Tages wird sich meine Arbeit auszahlen. Ja, eines Tages. Wenn wir nur fest dran glauben. Okay, der hat wirklich nichts, was wir noch brauchen. Vielleicht zum Herstellen von den Sachen, die wir brauchen, aber... Uns fehlen halt noch zwei Sachen für den Essensaltar. Ich muss auch mal mit meiner Frau sprechen. Gestern ist ein Mann aus dem Himmel geflogen. Ich habe es Lucy erzählt, aber ich glaube nicht, dass sie mir das geglaubt hat. Ich glaube dir. Was? Ich wusste, du würdest Kitty glauben, Potato. Danke, dass du immer gut zu mir bist. Ja, der Mann sagte, sein Name sei Wahn. Er war ein Elf aus dem Wald. Okay, jetzt wird deine Geschichte ein wenig weit hergeholt. Ich hoffe, er war nett zu dir. Er war wirklich sehr nett. Yep, er hat mich gefragt, was ich hier mache. Und dann hat er mir ein paar grüne Wurzeln gegeben. Igitt. Was wollte die Person? Ich glaube nicht, dass er etwas wollte, ja. Er sagte, er sei nur zu Besuch, aber er hat sich vor den Wachen versteckt, als sie vorbeikamen. Und dann ist er gegangen. Er war ein lustiger Kerl. Es ist komisch, dass er nichts haben wollte. Ich kann es ihm nicht verdenken, dass er mich besuchen wollte. Es ist komisch, dass er nichts haben wollte. Ich hatte den gleichen Gedanken, nachdem er gegangen war. Ich schätze, Sunhaven ist bei allen beliebt, sogar bei den Himmelselfen. Man sieht sich. Tschüss. Ich muss auch ab und zu mal mit meiner Frau sprechen. Geht ja auf keine Kuhhaut. Ne? Geht ja hier auf keine Kuhhaut, wenn ich nicht mit der spreche. Ja, das mit den Fischen, ich habe keine Ahnung. Also die Netze sind wohl the way to go für Fische jetzt. Angel ist nicht mehr so im Spiel, offensichtlich. Man kann tauchen? Seit wann kann man denn tauchen? Ich bin jetzt Unterwasserfischer. Unterwasserangler. Ich angle unter Wasser. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es auch wirklich so, dass man genau den Strich treffen muss, damit ein Fisch spawnt oder so. Ich sehe halt nichts. Hier kommt kein Fisch. Ganz weird. Okay, vielleicht liegt es halt wirklich am Regen. So, wir gucken mal ganz kurz, wie die anderen beiden Dinge heißen, die ich brauche. Und dann kann ich mir ungefähr einschätzen, ob die Sachen jemals kommen werden oder nicht. Also wir brauchen eine Tomatensuppe.
Das ist das eine, eine Tomatensuppe. Und wir brauchen etwas, was ich nicht herstellen kann, tatsächlich. Das heißt, das muss man kaufen, irgendwoher. Aber ich habe das Ding schon mal gesehen. Ich glaube, das hatten wir schon mal bekommen. Aber dann können wir es nicht kochen. Aber wir können es bestimmt irgendwo kaufen. Ich nehme an, bei dem Krankenhaus vielleicht. Also bei dem Arzt. Vielleicht hat der das. Sonst vielleicht noch im Gemischtwarenladen. Könnte ich mal ganz kurz gucken, ob der das hat. Müssen wir mal schauen. River Gate, ich bin zu beschäftigt, um über Monster Gedanken zu machen. Nee, der hat nur Zucker, Fleisch, Sense und so Sachen. Okay. Der war's nicht, der hat's nicht. Das sind auch neue Möbel, ich weiß. Wir müssten auch mal unser Haus noch mal ein bisschen aufrüsten hier, ein bisschen schöner machen. Ich weiß. So, der hat vielleicht was. Wer weiß, was verkaufst du? Okay, wir reden erstmal mit ihm. Hallo, du, ich bin Rex. Ich weiß alles, was es über das Grab unter der Erde zu wissen gibt. Hi, Rex, ich bin Potato. Hast du gesagt, unter der Erde? Ja, das ist richtig. Ich bin ein reisender Händler, der alles verkauft, was du für einen Bergbau brauchst. Okay. Nur die Dialoge auch mal benutzt haben. Willkommen, mein Freund. Nenn mich Scott. Ich werde dir jede Waffe liefern, die du brauchst oder willst. Ich bin Potato. Schön, dich kennenzulernen. Wie ich schon sagte, Potato. Wenn du dich auf dem Schlachtfeld unterlegen fühlst, komm zu mir. Der hat es auch nicht. Sonst gibt's halt nur den Arzt, ne? Die verkaufen ja nichts zu essen. Auch wenn die immer erzählen, dass die irgendwas verkaufen würden, was sie nicht tun. Das tun sie nicht. Wo war der Arzt? Ich weiß es leider nicht. Wo war der Arzt? Er ist leider nicht in Sicht. Aber da ist er doch schon. Da ist er doch schon. Aber ich weiß nicht, ob der was verkauft. Kauft der was? Hey Nachbar, ich bin Dr. Wornhardt. Du siehst mir sehr gesund aus, aber komm zu mir, wenn du dich nicht wohlfühlst. Wow, danke. Ich bin Potato. Freut mich, Sie kennenzulernen, Doktor. Du kannst mich Wornhardt nennen, wenn du mich nicht Doktor nennen willst. Aber wirklich, es macht mir nichts aus, egal wie. Man sieht sich. Mit dem haben wir halt auch noch nicht gesprochen gehabt, aber hier kann man scheinbar auch nichts kaufen. Ich weiß, dass wir das schon mal gesehen haben. Das ist ein Getränk mit so einer Zitrone drin und allem. Aber ich kann es nicht halt nicht herstellen, das ist das Problem. Ich kann es nicht herstellen, aber ich weiß, dass ich es irgendwo mal gesehen habe. Ich weiß hundertprozentig, dass ich das schon mal gesehen habe. Ich weiß nur nicht, wo. Ich weiß noch nicht, wo. Oh, nein. Das ist nicht gut. Wo könnte das sein? Ich habe gar keine Ahnung. Und ich kann es ja auch nicht herstellen, ne? Das ist halt weird. Ich kann es halt nicht mal herstellen. Nee. Ich bin echt schon weit, ne? Also in den Leveln und so vorgeschritten. Außer vielleicht jetzt im Kampf oder so, aber ist hier eigentlich auch was Neues? Ah, hier können wir Fischernetze und auch große Fischernetze herstellen. Vielleicht sollten wir das mal machen für unsere Angelsachen. Wie viel kosten denn große? Einige Steine, einiges Holz und die Wasserkristalle halt, aber sonst. Wasserkristalle kriegen wir ja relativ fix, wenn wir in den Wald gehen, ne? Dürfte ja eigentlich funktionieren. Da gehen wir nochmal ganz kurz in den Wald zum Ende des Tages. Zum Ende des Spieltages gehen wir nochmal in den Wald und schauen mal nach Wasserkristallen. Wir haben auch genug Inventarplatz. Also alles kein Problem hier. Ja, wir müssen halt auch mit den ganzen Fischen gucken. Das wird lustiger. Vielleicht geht es ja mit den Netzen jetzt gut. Zumindest funktionieren die Netze auch, wenn es regnet. Falls es jetzt wirklich am Regen liegen sollte. Dann funktionieren die Netze wenigstens, wenn es regnet. So, wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Wasserkristalle. Ich hoffe, wir sammeln da einige. Die Netze, wir können ja 9 Stück und wir können dann noch eine Genehmigung bekommen, noch mehr. Oh, wir haben keinen Mana mehr. Wir haben keinen Mana mehr. Ich esse jetzt gerade mal ein bisschen. Bei den Himbeeren hier. Die Äpfel. Ah, die Äpfel geben auch nur Leben. Aber wir finden schon im Wald irgendwas, was uns hilft. Gut, das ist ein Erdkristall, den brauchen wir gerade nicht. Den brauchen wir höchstens für Dünger. Und Dünger brauchen wir gerade nicht. Also in der Hinsicht ist alles gut. Aber die hier geben Mana, glaube ich. Und die auch. Pilze auch.
Und hier sind Wasserkristalle. Bum, 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 bum. Ich glaube, die geben Leben. Leider. Aber die geben Mana auf jeden Fall. Wir brauchen ein bisschen Mana. Die geben ja eigentlich auch Mana, aber die funktionieren irgendwie schon seit Ewigkeiten nicht mehr. So, wir brauchen Wasserkristalle. War da einer? Ja. Auch immer hinter den Bäumen gucken, ganz wichtig. Da sind noch mehr Wasserkristalle. Pilze könnte ich auch noch mal eben mitnehmen für Mana nachher. Weil wir so großzügig mit dem Mana umgehen. Auch rumjumpen. Okay, hier sind bestimmt nur Erdkristalle, weil hier ist kein Wasser mehr. Nope. Ja, wir werden auf jeden Fall noch einige Wasserkristalle sammeln müssen. Aber hey, wir müssen ja nicht immer alles sofort durchspielen, oder? Man kann ja auch sich mal ein bisschen Zeit lassen, ein bisschen die Sachen erkunden, ein bisschen was machen und tun. Ist ja gut, wenn das Spiel dir nicht einfach mal alles gibt. Wir waren sowieso das letzte Mal sehr schnell, wo wir an einem Part 4 der Schreine gemacht haben. Das war schon ein bisschen schnell, zugegeben. Es war ja auch lange vorbereitet. Das war über die gesamten 4 Parts vorbereitet, die zu machen. Von daher passt das schon. Eine halbe Stunde pro Altar ist ja okay, würde ich sagen. Ich habe jetzt überlegt, 4 Parts, 5 Altare gemacht, gut. Aber einer war ja sehr einfach, das war nur Geld und so. Das hatten wir ja schon einfach. Und dann ist es ja quasi im Schnitt so ein Altar pro Part. Wir bereiten gerade auch wieder 2 Altare vor, die fertig werden. Das ist der zweite Part. Könnte hinkommen. So, wir haben schon spät in der Nacht jetzt hier, na, spät am Abend. Auf nach Hause. Okay. Ich hoffe, die großen Dinger machen tollere Sachen. Moment, können wir die jetzt eigentlich schon herstellen? Wir müssen noch Holz und Steine holen. Aber wir haben auch sehr, sehr viel Holz und Steine ausgegeben, muss man sagen. Aber wir haben auch sehr, sehr viel Holz und Steine. Gar kein Problem. So, stellen wir mal so viele her, wie es geht. Hä? Was? Wie wo? Ach, 4 Stück? Achso, wir brauchen Holzbretter. Oh ja, gut, dann... Dann stellen wir alle her, die gehen. 150 Stück. So, dann gehen wir ins Bett. Und wenn wir aufstehen, ist schon wieder vieles davon erledigt. So, ja, ich möchte schlafen. Tatsächlich möchte ich schlafen. So. Wie gesagt, sehr viele der Bretter schon fertig. Lassen ihn einfach mal ganz kurz spucken. So, wir können jetzt eigentlich den Rest abbrechen erstmal. Damit wir nämlich jetzt die großen Fische nicht herstellen können, von denen wir genau eins herstellen können. Leider. Leider nur eins, wir müssen mehr Wasserkristalle finden. Nur keine Ahnung wo. Das weiß ich noch nicht. Das müssen wir noch sehen. Bum, 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 bum. Ne, die Orangen sollten wir auf jeden Fall behalten. Den Fisch brauchen wir nicht. Bum, bum, badum. Vielleicht können wir jetzt ja angeln. Vielleicht geht ja angeln jetzt. Vielleicht haben wir jetzt Glück und hier sind Fische. Also hier unten sind schon mal gar keine Fische. Okay. Oder braucht man einen Köder vielleicht? Gibt's Köder? Hey Potato, kannst du den Wind spüren? Es wird ein schöner Tag werden. Du hast eine Frage an mich. Bist du ursprünglich aus Sunhaven? Ich habe mein ganzes Leben hier gelebt, also sag du es mir. Ja, ich kenne diese Stadt in- und auswendig. Es gibt nichts, was ich hier ändern würde. Andere Städte können einfach nicht mithalten. Es gibt ein paar Dinge... Nee, ich werde dich beim Wort nehmen. Nun, ich habe jede Hafenstadt der Westküste besucht, also blase ich hier nicht nur heiße Luft.
warst du schon immer ein Angler. Nicht immer. Früher habe ich mit meinem Schiff Handel getrieben, aber das wurde mir zu langweilig. Ich mag das Reisen auf Routen nicht so sehr wie das freie Segeln auf dem Meer. Erlaubt dir die Fischerei also mehr Freiheit? Ja, natürlich. Jetzt folge ich nur noch dem Wetter und meinem eigenen natürlichen Instinkt. Das Meer führt mich. Man sieht sich. So, guck mal beim Angelladen, ob es da vielleicht irgendwie Köder oder sowas gibt, die man nutzen kann. Eines Tages wird sich meine ganze Arbeit auszahlen. Fischereierlaubnis, Stufe 1. Was wollt ihr jetzt kaufen? Ich weiß es nicht. Aha. Erhöht die Angelfertigkeit um 6. Ich habe hier eine, die um 4. Kauf erstmal alle drei Fischerlaubnisse. Nur um zu gucken. Vielleicht sind jetzt Fische da. Ich sehe hier nur irgendwie eine kaputte Angelrute Schatten, der da ist. Vielleicht kommen die ja jetzt. Bam badam bam badam badam bam bam badam badam bam badam bam 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 badam bam badam 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 bam. Irgendwie kommt da kein Fisch, ich weiß auch nicht, wie das angehen kann. Ich hab doch keine Ahnung, warum geht das denn nicht. Ich weiß es leider auch nicht. Aber hier ist ein Fisch. Ah, Peters Köder ist da, okay. Den kann ich zurückbringen. Ich kann es nicht glauben, du hast tatsächlich meinen Köder gefunden. Ich hätte nie gedacht, dass ich ihn noch einmal sehen würde. Du hast mir einen Gefallen getan, Potato. Herzlichen Dank, kein Problem. Aber ich sehe trotzdem keine Fische. Hat mein Mod wieder was kaputt gemacht? Das ist schon quasi ein wiederkehrendes Thema, ob mein Mod irgendwas kaputt gemacht hat. Ach, hier! Hier ist, also, aber kann man hier? Ah, ne, das ist sein Haus. Warum kann ich denn da rein? In sein privates Haus. So gut kennen wir uns aber auch noch nicht. Na gut. Hallo Potato, hast du schon etwas angebaut? Lass uns reden. Du hast also das Kommando über alle Soldaten in Sanhaven. Ja, in der Tat. Ich bin der Hauptmann der Wache. Zum Kopf von Sanhaven gehören einige der besten Soldaten, die ich je gesehen habe. Ich fühle mich geehrt, sie anführen zu dürfen. Was hebt sie von anderen Soldaten ab? Du wirst keine Soldaten finden, die mehr Temperament haben als sie unter meinem Kommando. Auch wenn es hier nicht viel zu kämpfen gibt, schaffen sie es, ihr Kinn oben zu halten. Da das Militär hier ist, frage ich mich, ob Sanhaven in Gefahr ist. Im Moment? Nein, ganz und gar nicht. Die Armee hat diesen Außenposten als Präventivmaßnahme errichtet. Siehst du? Wir sind nur hier, um sicherzustellen, dass nichts Böses in die Stadt kommt. Es ist beruhigend, dich hier zu haben. Ich bin auch froh, dass wir hier sind. Sanhaven ist ein Juwel von einer Stadt. Ich bin froh, sie zu beschützen. Man sieht sich. Tschüss. Wir müssen nochmal ins Café gucken. Ob ich dieses Ding da irgendwann kaufen kann. Weil offensichtlich kann man das nur kaufen. Oder durch einen Quest bekommen oder so. Nee. Nee. Nope. Da ist nichts. Aber dieses Schimmerwurzelbonbon, das konnte ich auch schon mal hier kaufen. Das haben wir auch schon mal wieder gekauft. Letztens. Potato, ich habe schon viel Gutes über dich gehört. Angeblich hast du eine Vielzahl von Fähigkeiten. Ich hoffe, eine dieser Fähigkeiten ist der Kampf. Was ist hier denn los? Diese verdammten Affen haben ja heute Morgen einen Tracht Prügel verpasst. Sie sind so gefährlich, wir müssen etwas tun. Was soll ich tun? Ein paar Affen erschlagen und mir ihre Bananen besorgen. Hoffentlich kapiert der Rest die Nachricht. Komm zu mir, wenn du fertig bist und ich bezahle dich gern. Ich bin schon dabei. Ich kann es nicht erwarten, diesen Affen eine Lektion zu erteilen. Dann hauen wir mal schnell in den Wald ein paar Affen tot. Ist eigentlich nicht nett, Affen zu töten. Affen töten ist wirklich nicht nett, nein. Naja, aber die werfen ja auch mit ihren Bananen, also die sind auch nicht nett, also passt das dann ja auch irgendwie, ne? Die sind nicht nett, wir sind nicht nett. Alles Paletti. Oh, ganz viele Orangen. Das heißt, wir dürften bald die Orangen fertig haben. Wir brauchen halt noch, was war das? Oder waren das nur die beiden Sachen, die wir brauchten? Popofrucht und Orange. Ich weiß es gerade nicht mehr. Dum, dum, bum, bum. Wir brauchen auf jeden Fall noch Wasserkristalle. So viel weiß ich. Und wir brauchen Popofrucht. Popofrucht, Popofrucht. Ja gut, das sind keine Affen. Kann ich trotzdem tothauen.
So. Bam, 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 bam. Dann gucken wir mal ganz kurz, ob neue Popofrucht da ist. Popofrucht klingt so falsch. Wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt, die Frucht des Popos, was soll das sein? Und dann kommen wir nur auf ganz, ganz widerliche Dinge. Das ist eine Frucht, die aussieht wie ein Popo. So, deswegen heißt die Popofrucht. So. Kröte, weg mit der. Wie viele brauchst du denn eigentlich? Bananen. Ah, ich brauche 10 Stück. Ja, den da oben treffe ich leider nicht. So, ich habe die 10 Bananen. Dann haben wir das Quest nämlich auch erledigt. Dann schnell wieder zurück nach Hause. Leider nur ein Wasserkristall gefunden, glaube ich. Aber vielleicht in der anderen Richtung, bei der Elfenstadt, vielleicht sind da noch mehr Wasserkristalle. Könnten wir eigentlich auch jetzt gucken gehen, ne? Theoretisch haben wir genug Zeit gerade. Der eine Typ ist ja sowieso im Stadtzentrum, da müssen wir eh dran vorbei, also können wir das auch irgendwie schnell abgeben. Es kann sein, waren wir am Anfang des Parts noch in Dingens Rivergate? Nee, das ist glaube ich der einzige Part ist gerade, wo Ready or Not Here Come nicht kommt, ne? Wie kann das nur sein? Gute Arbeit, das sollte den Rest dieser Schurken wissen lassen, dass wir es ernst meinen. Kein Problem. Kampf-XP, das ist gut. Ich brauche ganz viel Kampf-XP. Ganz viel Kampf-XP. Da gucken wir mal ganz kurz, ob wir im anderen Wald noch ein paar Wasserkristalle finden. Ich rede auch mal ganz kurz mit meiner Ehefrau. Vielleicht liegt es nur an Kitty, aber San Heben riecht noch besser als früher. Okay, man sieht sich. Okay, sie hat nichts Neues zu erzählen. Sie hat nur zu erzählen, dass San Heben besser als früher riecht. Okay. Gut. Das sind Prioritäten, meine lieben Freunde. Oh, guck mal, hier gibt es jede Menge Orangen. Wären wir direkt hier hingegangen, hätten wir direkt alle Orangen gehabt, ohne Probleme. Tja, so ist das manchmal. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, nicht wahr? Den Wald vor lauter Bäumen. Bam, 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 bam. Hier sind nur Blättlinge, die bringen mir, glaube ich, nicht mehr so viel XP für den Kampf. Das macht nicht so wirklich Sinn. Aber hey, vielleicht finden wir noch ein paar Popo-Früchte hier. Popo-Früchte? Wer weiß. So. Ey, lass mich in Ruhe. Da oben ist ein Wasserkristall, der ist meiner. Da ist noch einer, der ist auch meiner. Haut alle ab. Gib mir meine Wasserkristalle. Dun, dun. Was ist eigentlich hier oben gewesen? Erdkristalle, okay. Was ist hier oben gewesen? Achso, da oben kommt man nicht lang, ne? Okay. Ja gut, Erdkristalle bringen uns gerade nicht viel. Wir brauchen Wasserkristalle. Dun, 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 dun. Schauen wir einfach mal. Da sind noch zwei Wasserkristalle. Yay, und noch mehr Orangen. Gibt es bald Orangensaft? 3 Stück gibt es hier. Uiuiui. Richtig reich belohnt worden sind wir hier. So. Noch einer. Kämpfen wir nochmal eben. So. Gut, man kann ja Kampf eigentlich relativ einfach leveln, weil wir können ja einfach stehen bleiben und warten, bis du respawnen. Aber ich finde, das ist, glaube ich, ein bisschen langweilig fürs Let's Play, oder? Wenn ich mich da 10 Minuten hinstelle und die ganze Zeit die Gegner töte, um Kampf zu leveln. Ist halt auch irgendwie nicht das Spannendste. Finde ich. Aber hey, wir gehen ja gleich nochmal zurück, dann können wir nochmal alle töten. Kampf sind wir immer bald bei Level 9. Das heißt, wir können, glaube ich, eine andere Rüstung anlegen, die wir schon hergestellt hatten, oder? Die wir auch noch nicht ausrüsten konnten. War das so? Ich weiß es nicht. Sonst können wir auch noch eine andere Rüstung herstellen. Ist alles gar kein Problem. So, alles levelt echt langsam. Guckt euch mal an, wie langsam dieser Balken steigt. Unfassbar. Frechheit ist das. Das ist eine Frechheit.
Warum sind da immer noch Geräusche, als würde ich was treffen? Naja, meinetwegen. So, das waren, glaube ich, jetzt alle Wasserkristalle. Aber das sind einige. Wir haben, glaube ich, bestimmt 10 Stück oder so. Yay, Stufe 9 Kampf. Yippie, yippie, yay, yay. Das dauert schon lange mit dem Kampfleveln. Muss man schon sagen, wie es ist. Da werden wir einige Zeit damit verbringen müssen. Aber der Part ist vorbei. Ist er das wirklich oder tut er nur so? Wer weiß. Vielleicht ist er noch ein bisschen länger. Zumindest bis wir hier wieder aus dem Wald raus sind. So. Ja, aber wie ihr seht, wir haben jetzt gerade mal ein Achtel oder des Levels aufgelevelt. Es wird schon ein bisschen dauern, bis wir soweit sind. Und wir können auch noch was aufleveln hier, aber ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Ja, an sich ist es ja eigentlich cool, wenn man jetzt ein bisschen Magie lernen würde, aber ich bin halt irgendwie nicht so der Magietyp. Und heißer Schuss bringt mich jetzt auch nicht wirklich weiter. Ich mache einfach mal mehr Rüstung. Warum nicht? Da können wir am Ende wenigstens den krassesten Zauber von allen lernen oder so. So, die geben ja kaum XP, ne? Ne, 4,8 XP, das wird lange dauern, mit denen XP weiterzukommen. 3,6 jeweils pro. Nee. Das dauert mir zu lange. Definitiv. Aber nach Hause gehen wir noch auf jeden Fall. Nach Hause müssen wir noch gehen. Und dann ist der Part auch schon wieder vorbei. Du, du, du. So. Und da will ich gleich mal ganz kurz ein bisschen Pause machen im Stream. Keine Sorge, geht aber bald wieder weiter. Ich muss noch was trinken und so. Muss ganz kurz ein bisschen runterkommen, wieder beruhigen. Weil mein Hals so weh tut. Vom ganzen Reden die letzten Tage, Mann. Wobei ich jetzt extra 2 Tage Pause gemacht habe. Aber es ist immer noch nicht viel besser geworden, leider. Ja, was soll man machen, ne? Wir können jetzt ganze 3 Stück herstellen. Wunderbar. Wir tun das Netz noch eben irgendwo platzieren, wo ich gerade überlege. Es ist, glaube ich, nicht sinnvoll, das auf dem eigenen Hof zu machen, oder geht es nur auf dem eigenen Hof? Kann ich das auch hier unten? Ach, kann ich schon auch hier unten am Strand, oder nicht? Also wird ja auch gehen. Aha. Nice. Okay, liebe Freunde, das war's für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben, euer Potato Bad. Verabschiedet sich. Bis dann. Ciao.